Schönen Abend alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Checking In, Einschätzung und Perspektiven nach der Amtseinführung des US-Präsidenten mit unserem Experten für transatlantische Beziehungen und internationale Politik, Professor Dr. Stefan Bierling. Mein Name ist Marion Danzeisen. Ich bin hier am Deutsch-Amerikanischen Zentrum in Stuttgart fürs Kulturprogramm verantwortlich. Und die heutige Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und der Bildungseinrichtung Hospitalhof in Stuttgart. Und dort wären wir heute eigentlich auch unter anderen Umständen sehr gerne gewesen. Nun sind wir jetzt wieder im digitalen Raum und im Namen aller Partnerinnen und Partner, die ich gerade genannt habe, unserer Direktorin Christiane Püker und aber auch meinem ganzen Team darf ich Sie alle recht herzlich zur heutigen Veranstaltung begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Bevor ich unseren Sprecher des heutigen Abends vorstelle, lassen Sie mich ganz kurz was zum Ablauf sagen. Wenn Sie schon ein paar Mal bei uns dabei waren, dann wissen Sie ja auch, wie es ungefähr läuft bei uns. Also wir haben jetzt bis circa 20 Uhr einen Vortrag. Und danach möchten wir aber auch Ihnen allen zu Hause die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Falls Sie das noch nicht gemacht haben, sage ich Ihnen ganz kurz, wie es geht. Also auf Ihrem Zoom-Fenster unten in der Leiste sehen Sie so ein Feld, da steht F und A, manchmal auch Q und A, je nach Spracheinstellung. Und da bitten wir Sie einfach, Ihre Fragen zu schreiben. Das können Sie jederzeit tun. Also gerne auch jetzt schon am Anfang, wann Sie einfach Fragen haben. Wir werden die aber sammeln. Wir werden den Vortrag nicht unterbrechen. Und dann am Ende dem Herrn Professor Bierling die Fragen stellen und hoffen natürlich, dass wir dann so viele wie möglich beantworten können. Ganz kurz vielleicht einfach auch zur Information, dass das Mikrofon und die Kamera nicht eingeschaltet werden kann. Wir sind einfach sehr viele Menschen heute bei dieser Veranstaltung, dass wir ein bisschen geregelten Ablauf haben und die Chatfunktion ist für Sie zu Hause auch abgeschalten. Gut, das war es von der technischen Seite. Dann darf ich jetzt den Sprecher unseres heutigen Abends begrüßen, Herr Professor Bierling. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Lassen Sie mich ganz kurz was sagen. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, Herr Professor Bierling ist ein wahrer Experte im Gebiet der transatlantischen Beziehungen, der Innen- und Wirtschaftspolitik in den USA, aber natürlich auch der amerikanischen und deutschen Außenpolitik. Er unterrichtet internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität in Regensburg, die Sie dann auch bei ihm im Hintergrund so schön sehen. Und ich kann Ihnen da aus eigener Erfahrung sagen, dass es ein wirkliches Privileg ist, bei ihm im Unterricht zu sitzen. Und das werden Sie aber sicher alle gleich auch am eigenen Leib erfahren. In unserer Ankündigung haben Sie auch gesehen, dass er schon verschiedene Gastprofessuren innehatte, natürlich in den USA, aber auch Südafrika, Israel und auch Australien. Und er kommentiert regelmäßig die amerikanische, auch die deutsche Politik in den verschiedenen Zeitungen, aber auch im Rundfunk und im Fernsehen. Sie haben sicherlich das ein oder andere Interview, den ein oder anderen Kommentar jetzt vor allem rund um die Wahl gelesen, gesehen, gehört. Ganz prominent war natürlich auch die Wahlanalyse in der ARD in der Nacht vom 3. auf den 4.11. Und jetzt ganz aktuell hat er sein Buch veröffentlicht, America First, Donald Trump im Weißen Haus. Das erschien 2020 im CH Beck Verlag. Und wenn wir jetzt im Hospitalhof gewesen wären, dann hätten wir Ihnen das gerne auch in Form von einem Büchertisch präsentiert. Das geht jetzt leider nicht, aber der Herr Professor Bierling hat uns angeboten, dass wenn einer von Ihnen zu Hause Interesse hat, sein Buch zu erwerben, dann kann er ihm auch direkt schreiben. Er würde die Bücher dann auch für Sie signieren und ohne zusätzliches Porto auch an Sie schicken. Also wenn Sie da Interesse haben, schreiben Sie ihm direkt unter stefan.bierling@ur.de. Gut, und jetzt war es das erstmal von meiner Seite. Ich darf Ihnen viel Spaß wünschen. Ich schalte mich jetzt weg und kommen dann um 20 Uhr für die Fragen zurück. Ihnen allen einfach einen ganz tollen Vortrag.
Was war das für ein wilder Ritt, meine Damen und Herren, in den letzten 5 Jahren, seit Donald Trump in den Präsidentschaftswahlkampf eingestiegen ist auf Seite der Republikaner, dann völlig überraschend die Nominierung sich gesichert hat dieser Partei und dann noch überraschender die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten gewonnen hat. Ich will heute mit Ihnen ein bisschen zurückschauen auf diese 4 Jahre, will das aber auch einbetten in eine, ja, Vorhersage, Perspektive, was denn der neue, gerade vor wenigen Tagen eingeschworene Präsident Joe Biden vorfindet an Problemen, an Herausforderungen und wie er darauf reagieren wird und soll. Bevor ich das tue, will ich ganz herzlich danken, Frau Danzeisen, für diese nette Einladung und Begrüßung. Ich bin mittlerweile seit, ja, 20, 25 Jahren immer wieder gerne Gast am Deutsch-Amerikanischen Institut in Stuttgart und vor allem im Hospitalhof, wo vielleicht einige von Ihnen mich schon öfter reden gehört haben. Auf jeden Fall haben wir dort über die letzten 5, 6 Jahre eine sehr intensive Diskussion aufgebaut und ich konnte immer sehr profitieren von Ihren Fragen, von Ihren Anmerkungen und freue mich heute auch schon ganz besonders auf die Zeit, wo wir miteinander in den Dialog treten können. Es ist fantastisch, wie viele Leute sich zugeschaltet haben. Wir sind jetzt bei 183 Bildschirmen, die auf mich gerichtet sind. Das heißt, da sitzen bestimmt 250 Leute vor den Bildschirmen. Ganz toll, dass so viele dabei sind, um mit mir nachzudenken über diese wirklich historische Phase in der amerikanischen Politik unter Donald Trump, die ja wie eine Wahnsinnstat an die nächste sich setzte, wo Trump es schaffte, und das sage ich mal ganz wertneutral, 4 Jahre lang in einer Art morbiden Faszination die Aufmerksamkeit nicht nur der USA, sondern der Welt und insbesondere Deutschlands auf sich zu ziehen. Ich will auch Frau Büttner danken, die sozusagen technisch heute alles überwacht und aufpasst, dass ich hier nichts anrichte. Und ich habe auch ihre Notfallnummer hier, wenn ich irgendetwas anstelle. Aber ich glaube, das kriegen wir alles gut hin heute, dass wir zusammen hier im Gespräch bleiben. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet mit einigen Bildern, ganz wenig Text, um zu illustrieren, was ich Ihnen hier darstellen will. Manchmal ein paar Grafiken, um das etwas eindrucksvoller zu machen, als wenn Sie nur immer auf mich schauen müssen. Aber dann in der Diskussionsphase bin ich wieder ganz bei Ihnen. Jetzt rücke ich dann ganz kurz an den Rand, gebe den Bildschirm frei für meine Präsentation und dann können wir auch sehr schnell einsteigen in das heutige Thema. Ich habe es mal überschrieben, meine Damen und Herren, und Sie müssten es alle auf Ihren Bildschirmen jetzt haben. Von Trump zu Biden wird jetzt alles wieder gut. Das ist ja die große Hoffnung, dass Donald Trump nur eine, ja, Verirrung der amerikanischen Wähler, der amerikanischen Politik war und wir jetzt wieder zurück in die Normalität der transatlantischen Beziehungen schreiten können. Das ist also die überwölbende Frage für meinen ganzen Vortrag. Und ich verrate Ihnen nicht zu viel, dass ich etwas skeptisch eine Antwort formulieren werde. So schnell wird alles nicht wieder gut in den transatlantischen Beziehungen. Schauen wir aber noch mal ganz kurz zurück auf diesen Herrn im Weißen Haus. Genau vor 4 Jahren hat er in seiner Inaugurationsansprache eigentlich das Gegenteil von dem geboten, was wir von amerikanischen Präsidenten an diesem ja fast heiligen Tag in der amerikanischen Verfassungswelt von einem Präsidenten zu erwarten hatten. Nämlich normalerweise stellt sich ein Präsident hin nach einem harten Wahlkampf und davon gab es viele in der amerikanischen Geschichte und sagt, jetzt kommen wir wieder zusammen, jetzt versuche ich für ganz Amerika zu sprechen, ich werde auch für meine Gegner sprechen, die mich nicht gewählt haben, also die normalen Rituale, die in einer Demokratie mehr sind als leere Hülsen, sondern etwas ausdrücken, was eben uns unterscheidet in Demokratien von anderen Systemen, nämlich die friedliche Über- und Weitergabe von Macht nach Wahlsiegen und Wahlniederlagen. Trump
hat das Gegenteil getan. Schon damals hat er mit der erhobenen rechten Faust, hier sehen Sie es, die Rebellenfaust, die er eigentlich von den Revolutionären auf der extremen Linken gestohlen hat. Che Guevara, Mandela, das waren Leute, die uns diese Mandela-Faust zeigten. Rebellion gegen das System. Trump hat in seiner Inaugurationsansprache genau das wieder geboten. Rebellion gegen das Establishment, im Grunde Verachtung des Gegners und das Versprechen, nur für seine Wähler zu arbeiten. Das Gegenteil von dem, was wir vor wenigen Tagen in der Ansprache von Joe Biden gesehen haben. Nun, manche dachten sich, das ist vielleicht die Fortsetzung des Wahlkampfs, wo er schon auf Krawall gebürstet war, wo er hyperaggressiv und spalterisch vorging. Und jetzt wird dann schon eine Phase kommen als Präsident, wo das Gewicht des Amts, wo die wichtigen Berater, wo die Bürokratie, wo das System der Checks and Balances ihn dann doch einnorden wird. Aber so kam es in der ganzen Amtszeit von Donald Trump nicht. Im Gegenteil, er wurde immer aggressiver, er entledigte sich mehr und mehr aller Einschränkungen, aller Checks and Balances, bis hin am Ende, am 6. Januar dieses Jahres, er sogar zum Sturm auf das Parlament aufrief und eine legitime Wahl, eine saubere Wahl zu verhindern versuchte. Warum tat Trump das? Vielleicht ein paar Worte im Blick zurück. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, wie sich diese Trump-Koalition zusammensetzt, die ihn am 8. November 2016 ins Weiße Haus hiefte. Das sind nämlich drei große Gruppen in der Republikanischen Partei, die er völlig für sich einnehmen konnte. Das sind die klassischen Wirtschaftsliberalen. Die verbinden wir am stärksten mit den Republikanern. Das sind Gewerbetreibende, Kleinunternehmer, Leute, die ein eigenes Business haben, die vor allem eins fürchten: mehr staatliche Eingriffe, höhere Steuern. Und die Demokraten haben sich in diese Ecke drängen lassen, genau für das zu stehen. Diese Wirtschaftsliberalen würden also immer einen republikanischen Kandidaten unterstützen, wer immer er auch ist. Aber Trump schien ihnen besonders attraktiv, weil er ja im Wahlkampf immer darauf abhob, dass er vom Wirtschaftsleben was verstünde, dass er ein erfolgreicher Geschäftsmann sei. Und das hat viele dieser Wirtschaftsliberalen für ihn eingenommen. Die machen etwa 25% der republikanischen Partei und damit der Wähler von Trump aus. Dann haben sie die sozialkonservativen und bibeltreuen Christen, die Evangelikalen. Das ist eine Gruppe, die stärker und stärker in die Republikanische Partei reingegangen ist und mittlerweile so 30% ihrer Wähler ausmacht. Nun werden Sie fragen, warum stellen sich diese Leute hinter Trump? Jemand, der nicht unbedingt ein bibelgetreues Leben gelebt hat. Er ist in der dritten Ehe, er ist kein Kirchgänger, er war im Casino-Business, er kommt aus dem Sündenpfuhl New York. Und trotzdem hat Trump diesen Leuten versprechen können, dass er im Gegensatz zu den früheren Republikanern ihre Anliegen ernst nimmt und sie in diesen Zeiten, wo die Welt immer säkularer wird, wo weniger Leute in die Kirche gehen, wo die Werte eigentlich viel liberaler werden, Homo-Ehe 2015 durch den Supreme Court im Grunde etabliert und festgeschrieben für die USA, dass er sie in dieser Welt der Verweltlichung verteidigen wird. Und er wird sie verteidigen, indem er in die Gerichte erzkonservative Richter beruft. Das hat ausgereicht, um diese Leute in großem Maße hinter ihn zu bringen. Und dann haben sie die Trumpisten. Die sind die Mehrheit in der Republikanischen Partei. Nicht die absolute Mehrheit, aber die relative Mehrheit. Und diese Leute hat Trump quasi entdeckt. Die hat er neu zusammengeschmiedet. Und für die ist er im Grunde wie in einem Kult der oberste Führer, den zu kritisieren, sich niemand wagt in dieser Kategorie der Trumpisten. Trump hat es geschafft, einige der traditionellen Republikaner, und da gab es schon viele Isolationisten, da gab es Unilateralisten, America Firsters, aufzugreifen und auf sich einzuschwören. Er hat viele Nichtwähler
aus dem politischen Nirvana quasi zurückgeholt, da er als Außenseiterkandidat relativ glaubhaft argumentieren konnte, er hat mit den Eliten im Establishment nichts zu tun und mit seinen rechtspopulistischen Parolen hat er diesen Leuten eine neue Heimat gegeben und er hat zu einem kleinen Teil auch einige versprengte Demokraten, die mit ihrem Schicksal und ihrer Partei haderten, vor allem aus dem Rostgürtel um die großen Seen, auf sich eingeschworen und zu dieser neuen Kohorte der Trumpisten zusammengeschweißt. Wir würden sie in Deutschland vielleicht die Wutbürger nennen, aber Trump hat auf diese Gruppe vor allem gesetzt. Und viel an Trumpscher Politik, eigentlich alles an Trumpscher Politik, deshalb habe ich jetzt ein bisschen länger über diese Grafik gesprochen, geht darauf zurück, dass Trump unter allen Umständen für seine Wiederwahl 2020 diese drei Gruppen zusammenhalten wollte. Und er hat allen Gruppen was gegeben. Den Wirtschaftsliberalen die Steuerreduzierungen und die Deregulierung, den Sozialkonservativen viele neue Richter, darunter drei Erzkonservative im Supreme Court, ein Riesenerfolg aus der Sicht der Evangelikalen. Und den Trumpisten, denen konnte er eigentlich nicht wirklich helfen, ihr Los zu verbessern. Das sind Leute, die von den schnellen Wandlungsprozessen in der Technologie, in der Wirtschaft, in der Immigration, bei den Werten sich überfahren fühlten. Das kann er nicht wirklich zurückdrehen, auch wenn er es versprochen hat. Aber er kann ihnen eins geben, die ständige Empörung, das ständige Angreifen des Establishments, auch in einer Wortwahl, die in der amerikanischen Politik, in der demokratischen Politik, kann man noch breiter sagen, bisher ungehört war. Das brauchen wir als Hintergrundrauschen, um uns anzuschauen, was denn dann im Letzten passiert ist. Sie alle kennen das Wahlergebnis vom 3. November und wir alle wissen, dass es ein eindeutiges Wahlergebnis war, das unter sehr schwierigen Umständen den Amerikanern es gelungen ist, eine saubere Wahl, jemand hat sogar argumentiert, die sauberste Wahl in ihrer Geschichte über die Bühne zu bringen. Der Wahlsieg von Biden war durchaus knapp, wenn man sich die Verteilung in einzelnen Bundesstaaten anschaut, Arizona, Georgia, Wisconsin, wenn da 45.000 Stimmen anders gefallen wären, wäre Trump weiter im Weißen Haus geblieben. Aber im Endeffekt durch das Wahlmännergremium dann doch sehr klar. 306 zu 232. Und der Sieg wurde in den letzten Wochen noch klarer, vor allem durch die Nachwahl in Georgia, wo eben die Demokraten, nachdem sie die Mehrheit im Haus knapp verteidigt hatten, auch noch die Mehrheit im Senat gewonnen haben. Und trotzdem wäre das Ergebnis überinterpretiert, wenn wir argumentieren würden, es war eine klare Abrechnung mit Trump. Trump hat es nämlich geschafft, über 74 Millionen Stimmen zu holen. Das ist mehr als jeder andere Kandidat in der amerikanischen Geschichte, mit Ausnahme von Joe Biden. Sie sehen hier, der hat über 81 Millionen geholt, ein absoluter Rekord in der amerikanischen Geschichte. Und er hat Trump mit einem Abstand von 4,5 Prozentpunkten geschlagen bei den Wählerstimmen, also viel deutlicher, als wenn man sich die Ergebnisse in den einzelnen Swing States anschaut. Trump hat seinen vielen Tabubrüchen, seinen Regelverstößen, die seine gesamte Präsidentschaft gekennzeichnet haben. Denken Sie nur an das Feuern von Ministern und Beratern, die ihm widersprochen haben. Denken Sie daran, dass er einen ausländischen Staatschef, Selenskyj aus der Ukraine, zu erpressen versuchte, er bekomme amerikanische Militärhilfe nur, wenn er an Biden irgendwelchen Schmutz finde, dessen Sohn in der Ukraine geschäftlich involviert war. Das hat ihm schon ein Impeachment-Verfahren vor genau einem Jahr eingebracht. Jetzt, am Ende seiner Amtszeit, schaffte es der Mann nicht, das zu akzeptieren, was das oberste Prinzip einer Demokratie ist, nämlich eine Wahlniederlage anzuerkennen und die Macht an den gewählten Nachfolger zu übergeben. Das kam nicht wirklich überraschend, meine Damen und Herren. Warum? Weil Trump schon 2016 angekündigt hatte, er würde den Ausgang der Wahl damals gegen Hillary Clinton nur akzeptieren, wenn er gewinnen würde.
Damals blieb uns der Härtetest erspart. Diesmal bekamen wir den Härtetest, nämlich Trump hat im Grunde einfach argumentiert, es sei eine gestohlene Wahl, es sei unsauber und unlauter zugegangen, es habe Betrügereien gegeben und er hat im Grunde bis heute nicht wirklich seinem Nachfolger zur Wahl gratuliert und zugegeben, dass er rechtmäßig abgewählt wurde. Das ging sogar der New York Post, einem bisschen Revolverblatt, wie Sie an der Größe der Buchstaben auf der Titelseite sehen, zu weit, die bisher Trump immer unterstützt hatten und die Schlagzeilen schon im Dezember, Mr. President, stop the insanity, stopp den Wahnsinn, aber Trump trieb den Wahnsinn noch weiter. Anfang Januar versuchte er, den Secretary of State, der für die Wahlausrichtung in Georgia zuständig ist, in einem einstündigen Telefongespräch zu erpressen, doch irgendwo die 78.000 Stimmen zu finden, die Trump für den Wahlsieg abgingen, das ist ein flagranter Verstoß in jeder Hinsicht. Ein Präsident, der seine Macht ausübt, um Druck auf Parteifreunde auszuüben, der Druck auf rechtmäßig gewählte Repräsentanten des Staates Georgia ausübt, nur um seine Wahl im Grunde festschreiben zu wollen. Und der Höhepunkt der ganzen Geschichte, der Aufstand. Wie Trump im Grunde am 6. Januar, als das Ergebnis letztendlich im Senat und im Repräsentantenhaus in einer gemeinsamen Sitzung zertifiziert werden sollte, formaler Akt, noch nie irgendwie größere Probleme gegeben in 230 Jahren amerikanischer Geschichte, er seine Anhänger, vor allem die militantesten, nach Washington gerufen hat, sie dort durch Anhänger von ihm, seinen Sohn und andere, die sich dafür hergegeben haben, aber auch persönlich aufhetzte, zum Parlament zu ziehen und diesen Wahlakt zu verhindern. Das hat Trump das zweite Impeachment-Verfahren in seiner Amtszeit eingebracht, was auch ein Rekord ist in der amerikanischen Geschichte. Nur viermal gab es Amtsenthebungsverfahren in 230 Jahren amerikanischer Demokratie. Trump hat zwei davon auf sich vereint. Ich will in den nächsten gut 30 Minuten mir die fünf größten Herausforderungen mit Ihnen anschauen, meine Damen und Herren, vor denen Joe Biden und Kamala Harris jetzt als die nationale Führung der USA stehen. Und er wird Probleme haben, alle diese Herausforderungen schnell anzupacken. Ich werde das so analysieren, meine Damen und Herren, dass ich immer ein bisschen zurückschaue, warum das so eine große Herausforderung, so ein großes Problem für die Biden-Administration ist und dann ein paar Einschätzungen geben, was denn der neue Präsident der Vereinigten Staaten wirklich machen kann, um diese Probleme zu bewältigen. Schauen wir uns das erste große Problem an, Kompetenz und Anstand. Beides hat Trump in gigantischem Maße zerstört. Er hat, und hier sehen Sie schon auf meiner ersten Grafik, wie kein Amtsinhaber vor ihm mit unwahren, halbwahren, gelogenen Aussagen amerikanische Politik gemacht. Die Washington Post, die hat sogar einen Ticker eingerichtet, der eigentlich nur die ersten 100 Tage seiner Amtszeit laufen sollte, der aber bis heute lief oder bis zum 20. Januar, als er sich verabschiedete nach Florida. Und sie hat zusammengezählt, dass es mehr als 30.000 falsche oder in die Irre führende Aussagen von Donald Trump gab. Per Tweet, per Rede, in Diskussionen, so oft hat er die Unwahrheit gesagt. Und Sie sehen schon, es ist am stärksten gewesen, hier natürlich in den letzten Wochen vor der Wahl. Und hier bei den Zwischenwahlen haben wir Ausschläge, die noch dramatischer sind als das, was wir sowieso schon erleben mussten. Damit hat Trump auf der einen Seite geschafft, die Wahrheit aus der amerikanischen Politik systematisch rauszudrängen. Aber er hat es auch geschafft, seine Anhänger, seine Wähler
in eine Echokammer von Fehlinformationen einzumauern, wo er über seine Tweets, über seine Aussagen zusammen mit Fox News und Breitbart News diese Leute so beschallt haben, dass er im Grunde ein eigenes Kommunikationssystem in den USA aufbauen konnte und damit im Grunde die Spaltung, auf der seine ganze Präsidentschaft beruhte, weiter in das politische System hineintreiben konnte. Das Zweite, was Trump ruiniert hat, ist die Idee, dass Kompetenz etwas zählt in der amerikanischen Politik. Nicht nur war er ein völlig inkompetenter Amtsinhaber, nebenbei bemerkt, er war der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der vorher weder ein politisches noch ein militärisches Amt inne gehabt hatte, sondern er hat sich auch mit dritt- und viertklassigen Beratern umgeben. Das hing zum Teil damit zusammen, dass Trump zu Beginn seiner Kampagne ein solcher Außenseiter war, dass alle guten Berater sich eher auf Jeb Bush oder andere aussichtsreichere Kandidaten bei den Republikanern stürzten und Trump im Grunde nur das blieb, was der Bodensatz der Republikanischen Partei war. Leute, die nie gedient hatten in Ämtern, die rausgeschmissen worden waren aus Ämtern, die jetzt in Trump, diesem Außenseiter, nochmal eine Chance sahen, mit in die Politik zu ziehen. Aber seine ganze Amtszeit kennzeichnet eigentlich, dass er sich von relativ inkompetenten und schlechten Beratern umgeben hat und selbst viel zu wenig Ahnung hatte von der Politik, um eine strategisch ausgerichtete, systematische Innen- und Außenpolitik zu verfolgen. Seine Politik war, wie der Mann selbst, impulsiv, wenig durchdacht, aus dem Bauch heraus, manchmal durch Erfolg gesegnet, aber im Grunde hätte er gerade mit republikanischen Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses bei seiner Wahl doch mehr erreichen können, als er erreicht hat. Seine Inkompetenz hat das verhindert und nichts machte diese Inkompetenz deutlicher als die katastrophale Behandlung der Corona-Krise, wo er weder auf wissenschaftlichen Rat hörte, wo er weder gute Berater zu Wort kommen ließ und wo er im Grunde durch sein Leugnen und Verstellen der Wahrheit dazu beitrug, dass diese Katastrophe in Amerika sich so stark ausbreitete. Das neue Team, das wir im Weißen Haus haben, verspricht das Gegenteil. Joe Biden ist ein ganz anderer Typ als Donald Trump. Wenn Sie so wollen, er ist das Spiegelbild von Donald Trump. Er ist ein erfahrener Karrierepolitiker, der mittlerweile seit 50 Jahren in der Politik tätig ist, der seine Sachen in- und auswendig kennt, der jede Frage bestimmt schon mal im Kopf durchgespielt hat, die ihm jetzt in dem Amt des Präsidenten vorgelegt werden wird. Es ist jemand, der auch persönlich eine ganz andere Erfahrungswelt mit ins Weiße Haus bringt als Donald Trump. Donald Trump war im Grunde das nie erwachsen gewordene Kind, der mit einem goldenen Löffel im Mund groß geworden ist. Das ist nicht unbedingt negativ zu sehen, aber er hat eigentlich nie die Erfahrung gehabt, sehr hart arbeiten zu müssen für seine angeblichen Erfolge. Er hat nie die Erfahrung gehabt, dass er Leute traf auf Augenhöhe, die nicht Millionäre und später Milliardäre waren. Trump selbst hat im Alter von 3 Jahren schon $200.000 von seinem Vater im Jahr bekommen. Mit 8 Jahren war Donald Trump Milliardär, während Joe Biden eher aus der unteren Mittelschicht kommt, sein Vater mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich, mal bankrott, mal nicht bankrott, sich aber durch eigene Kraft und eigene Anstrengung nach oben gearbeitet hat. Etwas, was man Trump wirklich nie unterstellen konnte, der sein Vermögen im Letzten ererbt hat von seinem Vater und heute reicher wäre, wenn er diese Erbschaft in den 80er Jahren einfach in einen Index des amerikanischen Anleihemarktes oder des amerikanischen Aktienmarktes gesteckt hätte, dann wäre er heute besser gestellt als durch seine Investitionen in doch sehr viele gescheiterte Unternehmen. Aber Trump war immer ein begnadeter Selbstverkäufer, ein Selbstdarsteller und das ist ihm bis heute eigentlich immer noch geblieben, sodass die Leute ihn wirklich mit Erfolg und mit Führungsstärke verbinden. Biden und Kamala Harris werden also sofort eines mit zurückbringen in die Politik. Das ist Anstand, das ist Würde, das ist
das Verzicht auf ja, Familienclans mitzubefördern, das ist etwas, was sofort sich jetzt verändern wird im Weißen Haus. Schauen wir uns noch das Kabinett an, das Trump besetzt hat mit im Grunde alten weißen Männern, die er aus dem Golfclub, aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Milliardärstreffen kannte. Hier haben wir ein Kabinett, das ist aus erfahrenen Experten, von denen die meisten schon unter Obama oder Clinton gedient haben, zum Teil in ähnlichen Ämtern besetzt. Die können von Tag 1 an sofort Regierungsverantwortung übernehmen, wo man bei Trump eigentlich immer das Gefühl hatte, die waren ihren Jobs nicht gewachsen. Und wenn jemand mal dem Job gewachsen war, wie der Verteidigungsminister Mattis oder der Stabschef Kelly, dann hat sie das automatisch im Grunde in Konflikt mit Trump gebracht und er hat sie nach kurzer Zeit schon wieder aus dem Weißen Haus oder aus ihren Ministerien entfernt und rausgeschmissen. Und dieses Kabinett zeigt die neue Vielfalt Amerikas. So ein Kabinett soll ja auch immer einen gewissen Aufbruch darstellen, gerade wenn Sie einen Kandidaten haben wie Biden, der mit 78 Jahren der älteste je eingeschworene Präsident in der US-Geschichte ist. Dieses Kabinett zeigt eigentlich, wie Amerika, aber vor allem wie die Demokratische Partei heute ausschaut. Und wenn wir uns die Wählerschaft der Demokraten anschauen, dann haben sie dort überproportional viele Schwarze, Hispanics, asiatische Amerikaner, Frauen, besser gebildete. Alles das zeigt die Auswahl des Kabinetts. Und es kann damit eben auch einen Übergang bilden von dieser Trump-Phase in diese neue Phase, in die Amerika eintritt, wo Amerika bunter, jünger, besser ausgebildet wird. Die zweite große Herausforderung, die vor Biden liegt. Und die erste, glaube ich, hat er schon mal ganz gut gemeistert mit seinem Kabinett, mit seinen Ankündigungen, mit seinen Reden. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass Biden seit seinem Wahlsieg kein falsches Wort in irgendeiner Rede gesagt hat. Er galt nie als der große Rhetoriker. Oft hat er auch sehr fahrig gewirkt. Er war ja Stotterer in seiner Kindheit und hatte immer Probleme, sich sozusagen auch kurz zu fassen. Aber was er bisher geboten hat, bis hin zur Inaugurationsansprache, mit diesen knapp 20 Minuten, zeigt, dass er um seine Schwächen weiß, dass er fokussiert ist und dass er in Amerika wieder diese Würde zurückbringen will ins Präsidentenamt, die Trump so sehr mit Füßen getreten hat. Seine Kompetenz kann er jetzt im zweiten großen Problembereich sehr schnell demonstrieren. Und da ist es gar nicht schwierig, Kompetenz zu demonstrieren, nämlich in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ich habe Ihnen hier mal abgetragen die Zahlen der Erkrankten in den USA und Sie sehen, dass nach der ersten Welle im April es eigentlich nie wie bei uns in Europa dann fast auf null zurückgegangen ist, bis eigentlich in Deutschland zum Oktober hin und wir dann erst in die zweite Welle eingestiegen sind, sondern dass im Grunde in den USA die Ansteckung immer recht hoch war und jetzt sogar im Anfang Januar, Ende Dezember einen neuen Höhepunkt erklommen hat. Seitdem fällt die Ansteckung wieder. Das ist natürlich nicht Trumps Schuld. Der Virus ist in China, in Wuhan ausgebrochen und durch chinesische Unterdrückungspolitik, Missinformationspolitik konnte man sich im Westen auch sehr viel schlechter darauf einstellen, als wenn China wirklich mit offenen Karten gespielt hätte. Und nicht Mediziner, die den Virus entdeckt und haben und bekämpfen wollten, erstmal auf die Polizeistation schickte und das als staatsersetzende Information verboten hat. Und trotzdem, viele westliche Regierungschefs, Regierungschefs aller Nationen, wurden mit diesem Problem konfrontiert und einige haben es besser in den Griff bekommen als andere. Natürlich spielt in dieser ganzen Infektionslage auch immer Glück eine Rolle. Haben Sie zufällig, was wir ja hatten, eine Masseninfektion über Ischgl damals? Haben Sie wie jetzt einen Nachbarn wie Tschechien, der überaus hohe Infektions- und Todesraten hat? Dann ist es sehr schwer, sich davon abzugrenzen. Aber zumindest haben es bei uns viele Staats- und Regierungschefs geschafft, den Ernst der Lage zu erkennen.
und eine doch recht klare, präzise Botschaft an die Bevölkerung auszusenden, dass wir es hier mit einem großen Problem zu tun haben, das wir gemeinsam als nationale Kraftanstrengung zu bewältigen haben. Aber Trump reagierte, wie Trump halt reagiert. Mit Spaltung, mit Politisierung, mit Ausschaltung der Wissenschaft. Da am Anfang diese Seuche vor allem in Großstädten sich ausbreitete, wo vor allem demokratische Wähler lebten, konnte Trump argumentieren, das betrifft ja eigentlich meine republikanischen Wähler, die im mittleren Westen wohnen, in den Südstaaten, die deutlich geringer besiedelt sind, überhaupt nicht, und hat diese Epidemie nur gesehen als Bedrohung seiner Wiederwahlchancen, weil sie ihm den tollen Wirtschaftsaufschwung, so wie es er dargestellt hat, so toll war er gar nicht, verhagelt. Und das war sein überwölbendes Interesse. Deshalb hat er die Wissenschaft geschuriegelt, Masken nie öffentlich getragen, mit einer oder zwei Ausnahmen. Im Grunde Macho-Politik diesem Virus entgegengesetzt. Das klang manchmal fast so wie Lukaschenka in Belarus, der damals sagte, so einen richtigen Mann haut so ein Virus nicht um. Da geht man in die Sauna und trinkt drei Wodka und dann hat man es schon. So hat sich Trump im Letzten auch gegeben, als Macho-Politiker, als Mann, der Stärke ausstrahlt, aber der nicht sich um die Sorgen und Nöte aller Amerikaner kümmert. Insofern wird es Biden relativ leicht haben, hier einen Plan zu erarbeiten und in Kraft zu setzen, weil bisher gab es keinen Plan, wie man mit dieser Krise umgeht und wie man aus dieser Krise wieder herauskommt. Biden hat angekündigt, 100 Tage lang jeden Tag 1 Million Menschen zu impfen. 100 Millionen in 100 Tagen war sein Versprechen. Das klang mal sehr ambitioniert. Mittlerweile ist es recht realistisch, dass das gelingen wird. Das wäre ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung. Und das würde dann schon einen Unterschied machen. Er hat eine Maskenpflicht festgeschrieben für alle Reisen zwischen Bundesstaaten und eine Maskenpflicht in allen Bundesbehörden und im Militär, alles, was er sozusagen anordnen kann. Und damit wird er zum ersten Mal Amerika ein klares Leitbild geben, wie man denn mit dieser Krise umgehen kann und soll. Das heißt, hier sehen wir schon, dass die Zahlen zurückgehen. Das ist natürlich jetzt noch nicht Bidens Verdienst, aber sollte diese Zahl weiter fallen, kann das Biden durchaus als erfolgreich gemeisterte Herausforderung verbuchen. Vor allem, da die meisten Prognosen davon ausgehen, dass wir etwa so im April und im Mai aus dem Schlimmsten raus sind. Das heißt, dann werden die Intensivstationen entlastet, dann werden weniger Menschen sterben pro Tag als im Moment. Wir haben natürlich noch Einschränkungen im Frühsommer, vielleicht so noch im ganzen Sommer, aber wir werden Schritt für Schritt wieder ein normales Leben zurückkommen können. Und das wird Biden natürlich als Erfolg für sich und auch für die amerikanische Impfstrategie reklamieren können. Lassen Sie mich ein bisschen was sagen zur dritten großen Herausforderung, die ich mit Ihnen zusammen diskutieren will. Die Wirtschafts- und Sozialkrise der USA. Sie sehen hier abgetragen die Arbeitslosenquote in den USA, saisonbereinigt. Und Sie sehen hier in diesem dunkelbraunen Graphen, was die durchschnittliche Arbeitslosenquote in den USA ist. Sie ist dramatisch nach oben geschossen, hier in der Endphase von Bush und Anfangsphase von Obama. Sie erinnern sich, Weltwirtschaftskrise, Finanzkrise. Aber dann ist es systematisch zurückgegangen, bis kurz vor einem Jahr, als die Corona-Krise ausbrach, da lag sie noch bei 3,2-3,3%. Das ist eigentlich Vollbeschäftigung nach aller Definition der Ökonomen. Sie hat sich ständig verringert unter Obama und unter Trump. Insofern hat Trump keine wirtschaftliche
Glanzleistung hingelegt, aber hat zumindest den langfristigen Trend, der unter Obama eingeschlagen wurde, nicht aufgehalten. Er hätte also durchaus im Wahlkampf antreten können. Er hätte es wahrscheinlich nicht so genannt, dass er die erfolgreiche Wirtschaftspolitik von Obama fortgesetzt hat, sondern er hat es immer zu verkaufen versucht, die großartigste Wirtschaft in der amerikanischen Geschichte, was nicht ganz stimmt. Aber das wäre zumindest ein Verkaufsschlager gewesen. Sie sehen hier oben in diesem dunklen Linie, das ist die Arbeitslosenquote der Schwarzen, die traditionell immer höher war als die der Weißen. Das hat mit schlechterer Ausbildung, vielleicht auch mit etwas Diskriminierung auf dem Jobmarkt zu tun. Aber das ist ein Nebenthema, über das wir noch gern diskutieren können. Hier die Corona-Krise lässt es nach oben schießen und bringt damit diesen Erfolg zum Einsturz. Biden hat jetzt die Möglichkeit, durch die knappe Mehrheit im Senat dieser Wirtschaftskrise zumindest entgegenzutreten. Mit einem gigantischen Hilfspaket, das etwa 2 Billionen Dollar umfassen soll, in Worten 2.000 Milliarden Dollar, womit er Arbeitslosenunterstützung finanzieren will, mit dem er sein Impfprogramm finanzieren will, mit dem er Zuschüsse für kleinere Unternehmen finanzieren will, mit dem er aber auch Infrastrukturmaßnahmen finanzieren will, um diesen Nachfrageausfall durch den Lockdown in vielen einzelnen Bundesstaaten zu kompensieren. Das sind gigantische Summen, über die wir sprechen. Und einem eher fiskalkonservativen wie mir wird dabei etwas schummrig. Aber es gibt eine Lage, wo man zu solchen Mitteln greifen muss, nämlich wenn es Schocks gibt, die auf eine Wirtschaft einschlagen, die von außen kommen, wie das Coronavirus. Insofern würde ich sagen, das ist der richtige Plan von Biden, wenn er es dann natürlich verbindet, wenn sich die Wirtschaft stabilisiert hat am Ende dieses Jahres, indem er Steuern erhöht, Ausgaben senkt und versucht, zumindest wieder auf einen verantwortlichen finanzpolitischen Kurs einzuschwenken. Aber hier, glaube ich, wird Donald Trump nicht als der große Retter der amerikanischen Wirtschaft eingehen, sondern das wird er dann Biden für sich beanspruchen können, wenn in seinen nächsten 4 Amtsjahren sich die Wirtschaft stabilisiert und wahrscheinlich gerade in diesem und vor allem nächsten Jahr mit hohen Wachstumsraten wieder nach oben schießt. Das zweite sozialpolitisch-wirtschaftspolitische Problem ist das Gesundheitssystem in den USA. Dazu haben Sie schon viel gehört, aber hier noch mal ein paar kurze Eckdaten. Sie sehen hier die Zahl der unversicherten Amerikaner und hier die Prozentzahl der amerikanischen Arbeiter, die unversichert sind. Und Sie sehen, das war immer relativ hoch. Das ist gerade in den 90er und Nullerjahren angestiegen, war in den 80er Jahren noch viel tiefer, weil damals noch viele Amerikaner über große Unternehmen, General Motors oder was immer sie nehmen, Boeing, versichert waren über den Arbeitgebern. Aber das ist dann doch stark zusammengebrochen. Und Obama hat 2010 wahrscheinlich als seine größte gesetzgeberische Leistung es geschafft, diese Obamacare durchzusetzen. Die hat 2014 dann wirklich eingesetzt. Da gab es eine lange Vorlaufperiode. Aber Sie haben gesehen, was dann passiert. Dann geht die Zahl der unversicherten Amerikaner deutlich zurück. Von 18% am Höhepunkt auf 10% 2016, als Obama ausscheidet aus dem Amt. Sie wäre noch stärker zurückgegangen, wenn nicht die Republikaner in den Einzelstaaten die Angebote der Bundesregierung sabotiert hätten, ihnen Zuschüsse zu geben für die Versicherung von schlechter gestellten Menschen. Und Trump hat dann während seiner Amtszeit mit dem Kongress systematisch einzelne Paragraphen dieses Gesundheitspakets von Obama sabotiert, um die im letzten Versicherungsrate oder die Rate der Unversicherten nicht weiter nach unten drücken zu können. Das ist eine schwere Hinterlassenschaft. Wenn alles normal weitergelaufen wäre, wären wir heute vielleicht bei 5% Unversicherten. Und das sind einfach dann auch Menschen drin, die oft so reich sind, dass sie sagen, sie machen keine Versicherung, weil sie genug Geld haben, wenn ihnen was passiert, es dann selbst zu bewältigen.
Überhaupt muss man sagen, zwei Gruppen sind in den USA insgesamt recht gut abgesichert. Das sind die Armen, die unter Medicare fallen, und das sind die Älteren, über 65-Jährige, die unter Medicare fallen. Das andere war Medicaid, das habe ich jetzt gerade durcheinander gebracht. Die wirklichen Problemfälle in der amerikanischen Gesundheitsversorgung sind jene Arbeiter, die in der unteren Einkommensschicht sind, nicht arm genug, um Medicaid zu beanspruchen, aber auch nicht reich genug, die hohen Versicherungsprämien zu zahlen. Und dort müsste man eben Medicaid ausweiten, Medicare ausweiten. So könnte man das unter Kontrolle bekommen. Aber das ist natürlich teuflisch für Donald Trump und die Republikaner. Mein vierter Punkt. Und jetzt wird es immer schwieriger für Joe Biden. Die vierte Herausforderung ist die Eindämmung der parteipolitischen Polarisierung im Land. Die hat Trump nicht geschaffen, aber er ist auf der Welle der parteipolitischen Polarisierung ins Weiße Haus geritten. Wir haben heute in den USA im Grunde nicht zwei konkurrierende Parteien, die in der einen Frage halt ein bisschen rechter sind, in der anderen ein bisschen linker und sich dann zu Kompromissen zusammenfinden. Was wir in den USA haben, ist eine sich verschärfende parteipolitische Spaltung, sodass wir heute fast zwei unterschiedliche Stämme in den USA haben, Republikaner und Demokraten, die sich nichts mehr miteinander, die nichts mehr miteinander zu sprechen haben, die sich gegenseitig für Feinde halten, die nicht mehr miteinander verkehren, die in unterschiedlichen Landesteilen wohnen und die damit im Grunde die Demokratie aufs Schwerste gefährden, weil zu einer Demokratie das Gefühl gehört einer Schicksalsgemeinschaft. Wir sind in einer Nation zusammengeschweißt, ob wir uns mögen oder nicht, aber wir müssen diese Nation bewahren und zusammenhalten und die politische Macht über freie Wahlen verteilen. Das ist in Amerika heute nicht mehr unbedingt Konsens zwischen diesen beiden Parteien. Ich zeige Ihnen jetzt eine Grafik, die ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber ich analysiere sie ganz kurz für Sie. Und wer schon bei mir 2017 in meiner Analyse im Spitalhof war, der Wahlniederlage von Hillary Clinton, da habe ich die schon mal gezeigt, aber sie ist wirklich ganz, ganz wichtig. Sie zeigt nämlich die Entwicklung der Parteienlandschaft zwischen 1994 und 2017. Und was wir hier abgetragen haben, ist sozusagen der Berg an Republikanern. Das sind die republikanischen Wähler. Und die wurden befragt mit 10, 15 Fragen. Wie halten Sie es mit der Abtreibung? Wie halten Sie es mit der Gleichberechtigung der Schwarzen? Was halten Sie von Waffenkontrolle? Und so weiter und so fort. Und danach wurden sie auf einem Links-Rechts-Schema entweder als sehr liberal oder sehr konservativ eingeordnet. Das Interessante ist nun, das Gleiche hat man für die Demokraten getan. Und der mittlere Demokrat lag 1994, ich möchte nicht sagen in der Mitte der republikanischen Partei, aber 36% der demokratischen Wähler waren damals, halten sich fest, linker als der durchschnittliche Demokrat. Hat damit zu tun, dass es viele Demokraten aus den Südstaaten gab, die zwar demokratisch wählten und sich als Demokraten fühlten, aber sehr konservativ in vielen sozialen Fragen, gerade Gleichberechtigung der Schwarzen und Abtreibung und Ähnlichen waren. Schauen Sie einfach auf der Zeitachse mit hier rüber. Bis 2017 hat sich das völlig neu sortiert. Jetzt gibt es nur noch 5% der Republikaner, die linker sind als der durchschnittliche Demokrat. Und hier unten haben sie das umgekehrt für die Partei der Demokraten abgetragen. Es gibt nur noch 3% der Republikaner, die konservativer sind als der durchschnittliche Demokrat. Das heißt, wir haben eine Selbstsortierung der Parteien entlang ideologischer Linien in den letzten 30 Jahren erfahren. Und diese Parteien stehen sich so spinnefeind gegenüber, dass sie miteinander kaum mehr sprechfähig sind und nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Das ist der Hintergrund, wenn Sie so wollen, das Hintergrundrauschen für das Erfolgsmodell der Trumpschen Spaltungs- und Polarisierungspolitik, die dann am 6. November ihren Höhepunkt erfahren hat. Hier ein paar visuelle Eindrücke, Sie haben das alles gesehen, ich wollte es Ihnen nur noch mal zusammentragen, wo sich Trump im Grunde, und man muss nur ein bisschen in die Gesichter dieser Leute schauen, in den Hände des wütenden Mobs begeben hat, freiwillig und gern, und diesen Mob aufgefordert hat, das Kapitol
zu stürmen und die Wahl zu verhindern. Das ist sozusagen die letzte Quintessenz der Spaltung, dass Trump es nicht scheut, selbst die äußersten Randgruppen, die Milizen, die Rechtsradikalen, die Proud Boys, die Antisemiten, wen immer sie wollen, ranzuziehen, um sein schmutziges Geschäft der Verhinderung der Anerkennung eines freien Wahlergebnisses zu betreiben. Hier unten sehen Sie diesen Herrn, der mit der konföderierten Flagge durch das Kapitol marschiert. Wahrscheinlich zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte, nicht mal während des Bürgerkriegs, ist es den Konföderierten gelungen, so etwas im Kapitol wirklich zu bewerkstelligen. Das zeigt, wie tief die Spaltung geht und wie schwer die Spaltung zu überwinden sein wird, zumal Trump sehr erfolgreich war, diese Anhänger, vor allem die Trumpisten, wie einen Kult auf sich einzuschwören. Wir haben es fast mit einer Sekte zu tun, nicht mehr mit einer politischen Partei, und Trump ist ihr oberster Guru. Aber zum Schluss eine kleine positive Aussicht. Trump hat sich mit diesem übelsten Tabubruch, den ein demokratischer Politiker nur begehen kann, im Grunde nach außen katapultiert, selbst in der Republikanischen Partei. Er hat ein neues Impeachment-Verfahren am Hals und selbst 10 Republikaner, wie Sie hier sehen, haben das Impeachment im Repräsentantenhaus unterstützt. Im Senat werden es sogar noch mehr sein. Das heißt, es wird jetzt die Chance geben, dass sich die einigermaßen zurechnungsfähigen in der Republikanischen Partei vom Trumpismus verabschieden. Das wird die große politische Debatte der nächsten 2 Jahre sein, wer hier in diesem Kampf Trumpisten gegen Traditionalisten. Und die Traditionalisten haben sich Trump ausgeliefert in den letzten Jahren. Deshalb habe ich mit ihnen eigentlich gar nicht viel Mitleid. Aber für das politische System der USA wünsche ich mir, dass diese Traditionalisten es schaffen, den Trumpismus aus der Partei zu verbannen. Das ist die große Frage der nächsten Jahre. Aber dass es zumindest diese Möglichkeit gibt, einer Spaltung in der Republikanischen Partei, sehe ich schon als Fortschritt. 4 Jahre haben die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat ihr Rückgrat an der Garderobe abgegeben und haben sich im Grunde als Klaköre von Donald Trump im Parlament gegeben. Die letzte Geschichte, meine Damen und Herren, die ich in den letzten 8, 9 Minuten mit Ihnen besprechen will. Und dann habe ich meine Redezeit auch schon fast ausgefüllt. Die Wiederbelebung außenpolitischer Führung. Das wird eine große und schwierige Herausforderung für Biden sein. Sie sehen hier die Zustimmung zu den USA. Die Länder, die Bürger wurden befragt, wie sie denn wie ihr Bild sei, und darauf hat man abgetragen, wie groß die Zustimmung zur Führungsrolle zu den USA ist. Und Sie sehen hier nach dem Ende der Clinton-Administration auf hohem Niveau dann ein Einbruch. Ich nehme hier nochmal das Vereinigte Königreich unter George W. Bush, Irakkrieg, Afghanistankrieg, dann unter Obama wieder relativ hoch und dann der Absturz unter Donald Trump. Das sehen Sie in allen Ländern, vielleicht nirgendwo stärker ausgeprägt als in Deutschland, wo Obama eben mehr verehrt wurde, auch in Frankreich sehr stark, als viele andere Präsidenten und wo Trump auf die niedrigsten Werte im Grunde kommt oder noch genauer gesagt die Vereinigten Staaten auf diese niedrigen Werte runterzieht. Was ist Trumps Bilanz in der Außenpolitik? Insgesamt würde ich sagen, ist es ein recht katastrophales Bild, das er abgegeben hat. Er hat ein schweres Erbe angetreten, ohne jede Frage. Amerika ist in einem säkularen Abstieg, China ist der zunehmende Konkurrent, andere Regionalmächte wie Iran, die Türkei, Russland spielen eine immer wichtigere Rolle. Insofern war das Motto von Trump, Make America Great Again, in der Außenpolitik etwas, was viele Amerikaner herbeisehnen. Aber die Uhr lässt sich nicht einfach durch große Sprüche und Drohungen zurückdrehen. Die Uhr lässt sich nur zurückdrehen, wenn sie überhaupt zurückzudrehen ist. Zumindest lässt sich die amerikanische Führung nur stabilisieren, wenn man die harte Arbeit macht und die eigenen Stärken im Grunde fördert und die eigenen Schwächen reduziert. Was heißt das? Amerika hat gegenüber den Rivalen China und auch Russland
einen gigantischen Vorteil. Es verfügt über ein über 75 Jahre gewachsenes, sehr lebhaftes und funktionierendes Allianz- und Bündnissystem. Das haben weder die Chinesen noch die Russen. Das können diese beiden Nationen auch nicht haben, weil auf Augenhöhe sie mit niemand verhandeln wollen, sondern sie wollen immer aus einer Position der Stärke verhandeln. Und deshalb kennt Russland eigentlich keine Partner, sondern Russland kennt Satrapen, Untergebene, Satelliten. Und für China gilt es im gleichen, wenn nicht noch in stärkerem Maße. Das amerikanische Erfolgsgeheimnis der Nachkriegspolitik war immer, dass es zwar die dominierende Macht war, aber auch Güter anbot, die alle anderen Staaten in dieser liberalen westlichen Weltordnung von den Amerikanern begründet und garantiert, die diese Güter haben wollten. Nämlich Freiheit und Offenheit der Märkte, Verteidigung über Sicherheitsabkommen mit den Amerikanern, Sicherheit der Seefahrt, der Schifffahrtsstraßen, der Versorgungswege. Alles das haben die Amerikaner immer geboten und das kann im Grunde niemand wirklich ersetzen. Das herauszustellen, wäre kluge amerikanische Politik gewesen und Trump hat überall das Gegenteil getan. Er hat den Freihandel zerstört, er hat Amerika als den großen Bully im internationalen Handel etabliert, der keine Rücksicht selbst auf die Interessen der Verbündeten nimmt und er hat sicherheitspolitische Garantien zurückgezogen, die NATO für obsolet erklärt und im Letzten auch alles abhängig davon gemacht, ob sich ein Staat gegenüber den USA in Handelsfragen willfährig erweist. Nur willfährige Staaten sind im Grunde für Trump gute Partner und damit hat er im Grunde einen ähnlich autoritären Umgang mit den anderen Nationen, befreundeten Nationen gepflegt, wie sie auch ein Putin oder ein Erdogan oder ein Xi Jinping pflegen würde. Schauen wir uns am Ende drei Beziehungsgeflechte an, auf die ich noch ganz kurz eingehen will, wenn Sie mir noch 5 Minuten geben. Die größte Herausforderung für die Amerikaner in der nächsten, ich möchte nicht nur sagen Präsidentschaftszeit, sondern in der nächsten Generation, vielleicht in diesem Jahrhundert, wird das Verhältnis zu China sein. China ist der große Aufsteiger der letzten 20 Jahre, ökonomisch fast auf Augenhöhe mit den USA. Es setzt seine Interessen immer brutaler nach innen und nach außen durch. Wir hatten ja alle mal gehofft, dass eine Einbindung Chinas in die Weltwirtschaft, in die Handelsbeziehungen des Westens, ihnen die Möglichkeit geben würde, sich auch innenpolitisch zu liberalisieren. Das war so eine große Hoffnung, Handel würde zu Wandel führen. Das Gegenteil ist eingetreten. China ist heute eine brutale, totalitäre Diktatur, die die Demokratiebewegung in Hongkong zerstört, die Dissidenten en masse einsperrt, die Uiguren, von denen sie eigentlich nur annehmen, dass die irgendwie eine Eigenständigkeit, zumindest eine Nichthörigkeit gegenüber der kommunistischen Partei entwickeln könnten, in Massenkonzentrationslager und Umerziehungslager sperren. Das ist das China heute nach innen und das China nach außen ist ein hyperaggressives China, das sich die südchinesische See mit militärischen Mitteln unterwirft, das mehr und mehr Einfluss und Druck auf Verbündete ausübt und das mit immer stärkeren Finanzinvestitionen, ich sage nur neue Seidenstraße, es schafft auch Länder bis in West- und Mitteleuropa unter seine Fuchtel zu bekommen. Nur ein Beispiel, bei der letzten Menschenrechtsbericht der Europäischen Kommission hätte China an den Pranger gestellt werden sollen, wegen dieser von mir gerade zitierten Menschenrechtsverstöße. Dafür braucht es ein einstimmiges Votum der EU-Mitglieder, weil es eine außenpolitische Frage ist. Und dort haben sich Griechenland und Ungarn mit einem Veto dagegen gestellt. Warum? Beide sind mittlerweile so stark von China subventioniert, Hafen von Piräus und Ähnliches, dass sie sich hier keine eigenständige Politik mehr leisten können. Das wird eine zentrale Herausforderung für Joe Biden sein. Wie wird die Weltmacht mit China umgehen? Und hier hat Trump sehr impulsiv, sehr erratisch agiert, alles im Grunde nur auf Handel gesetzt. Biden wird hier eine sehr viel breitere Eindämmungspolitik Chinas betreiben. Und das setzt er natürlich auf die Unterstützung der Europäer. Mit Russland
wird es ähnlich konfrontativ weitergehen. Auch hier hat die amerikanische Administration, die jetzt im Weißen Haus agiert, deutlich gemacht, dass es kein Reset wie unter Obama, kein Neustart der Beziehungen geben wird. Putin hat zu viel Porzellan zerschlagen. Er hat zu aggressiv sich nicht nur mit dem Überfall in der Ukraine und mit seiner harten Haltung gegen Georgien und so weiter, gegen Völkerrecht verstoßen, sondern er hat im Grunde auch einen hybriden Krieg gegenüber dem Westen erklärt. Denken Sie an den Angriff auf den Bundestag, den Cyberangriff. Denken Sie an das Einmischen in den amerikanischen Wahlkampf. Denken Sie an die mehr oder weniger häufigen Luftraumverletzungen über den baltischen Staaten. Das sind alles Dinge, in denen Biden sehr hart gegen Putin vorgehen wird. Die Trump'sche oder sagen wir die Russlandpolitik der letzten 4 Jahre war auch relativ hart, aber nicht wegen, sondern trotz Trump. Trump wollte ja immer wieder verhindern, dass Sanktionen gegen Russland eingesetzt werden. Er hat sich immer wieder von Putin quasi über den Tisch ziehen lassen und instrumentalisieren lassen. Und das war eine der wenigen Fälle, wo die Republikaner im Kongress wirklich Trump in den Arm gefallen sind und festgeschrieben haben, dass der Präsident in der Russlandpolitik kaum mehr Entscheidungsspielraum hat. Das heißt nicht, dass Biden nicht kooperieren wird mit Russland, wo Kooperation möglich sein wird, vor allem im Rüstungs- und Abrüstungsbereich. Aber er wird Russland nicht mit Samthandschuhen anfassen, sondern er wird eine insgesamt breit angelegte Anti-Russland-Eindämmungspolitik verfolgen. Nord Stream 2 ist da eine ganz wichtige Geschichte. Und mein letztes Bild für diesen Tag, meine Damen und Herren, die deutsch-amerikanischen, die deutsch-europäisch-amerikanischen Beziehungen. Hier gibt es viele leichte Früchte zu ernten, wo sich das Verhältnis schnell verbessern wird. Sie haben alle mitbekommen, dass Biden als eine seiner ersten Amtshandlungen sofort wieder in das Klimaprotokoll von Paris eingestiegen ist. Sie haben mitbekommen, dass er wieder in die WHO zurückgekommen ist. Er bringt Profis mit ins Weiße Haus und ins State Department. Auf einmal kann man wieder normal miteinander agieren. Er ist ein Multilateralist. Er kennt Außenpolitik aus dem FF. Er war mehr als ein Jahrzehnt Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des Senats in den USA. Er ist absolut pro-europäisch. Und trotzdem gibt es sehr viele schwierige, dicke Bretter in den transatlantischen Beziehungen, die wir zu bohren haben. Nehmen Sie nur, und ich lasse am Ende 3 Krisen aufpoppen in den deutsch-amerikanischen Beziehungen, die eben nicht von Amerika verschuldet sind, sondern wo die Deutschen, glaube ich, eine große Bringschuld haben, auch eine Entlastung im Verhältnis herbeizuführen. Das ist das Erste, das gigantische Handelsbilanzplus der Deutschen. Die Deutschen wollen immer noch nicht anerkennen, dass das für viele unserer Partner, nicht nur für Trump, sondern auch jetzt für Biden und viele unserer europäischen Partner ein wirkliches Problem ist und dass wir Möglichkeiten haben, etwas dagegen zu tun. Etwa stärkere Investitionen in die Infrastruktur, Steuererleichterungen, um den inländischen Konsum und damit die Importe anzukurbeln. Das wäre der Weg, dem sich Deutschland aber bisher notorisch verweigert. Ein zweites großes Problembereich, und der ist Ihnen wohl vertraut, deshalb kann ich das ganz kurz machen, ist das 2%-Ziel der NATO. Abkommen, das die Deutschen am Gipfel von Wales im Schlussprotokoll unterzeichnet haben 2014 und was sie seitdem nicht einzuhalten gedenken, obwohl gerade die Deutschen etwa beim Euro-Stabilitätspakt jede Zahl nach dem Komma einklagen, wenn es um Griechenland und die Verschuldung geht. Aber selbst hat man im Grunde kaum etwas dazu getan, dieses 2%-Ziel der NATO einzuhalten. Das wird Biden nicht hinnehmen, genauso wenig wie es Trump hingenommen hat oder Obama hingenommen hat. Der Ton wird sich verändern, aber es wird auch für die Deutschen sehr viel schwieriger werden, einem Biden etwas abzuschlagen, als einem Trump, der sowieso die Inkarnation des Bösen in Deutschland war. Das wird ein Konfliktfeld bleiben, wo die Deutschen einfach wieder bündnisfähig werden müssen, was sie nicht sind. Und der letzte Punkt, meine Damen und Herren, die vermaledeite Nord Stream 2 Pipeline.
ein Projekt, das hätte nie begonnen werden dürfen und das eigentlich schon sehr früh hätte wieder abgebrochen werden müssen. Warum? Weil es die europäische Energieintegration massiv behindert. Wir haben in Europa kaum ein Land, das uns in dieser Frage unterstützt. Erst vorgestern hat das Europaparlament abgestimmt, 500 zu, ich glaube, 90 oder so, gegen die Nord Stream 2 Pipeline. Und das hat im Grunde mit Germany First Politik zu tun, wo wir enge wirtschaftspolitische Interessen über die Interessen des Multilateralismus und unserer engsten Bündnispartner stellen. Das ist etwas, was wir Trump immer vorgeworfen haben, was die Deutschen aber genau in dieser Frage praktizieren. Das Interesse der Polen, der baltischen Staaten, der Tschechen, vor allem auch der Ukrainer zu opfern auf dem Altar der Sonderbeziehungen zu Russland, das sich eben nicht erwiesen hat als Partner oder Steinmeier hat mal gesprochen als Außenminister von der Modernisierungspartnerschaft. Das ist Vergangenheit. Russland ist ein Gegner und das müssen wir auch in diesem Nord Stream 2 Abkommen so beantworten. Deshalb plädiere ich für den sofortigen Stopp und Abbruch dieses Unterfangens. Aber da warte ich natürlich von Ihnen, meine Damen und Herren, kritische Anmerkungen, Diskussionen. Ich habe Ihnen meine beste Einschätzung gegeben. Ich hoffe, Sie haben etwas Spaß an der Präsentation gehabt. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde für die Diskussion, auf die ich mich sehr freue. Vielleicht noch ein Wort. Das ist das Titelbild des Buchs, das Frau Danzeisen so nett genannt hat. Und ich kann nochmal mein Angebot wiederholen. Wenn Sie es gewidmet haben wollen, was ich normalerweise jetzt im Spitalhof anbieten würde, nach der Veranstaltung, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich schreibe Ihnen eine nette Widmung rein und schicke es Ihnen, nachdem ich es bei einem Buchhändler hier in Regensburg besorgt habe, ohne weitere Kosten zu. Das ist mein Angebot für Sie heute. Erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fast eine ganze Stunde gesprochen. Und jetzt blende ich meine Folien aus und freue mich auf Ihre Fragen und die Diskussion. Super. Dann herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich starte gleich mal mit den Fragen. Wir haben nämlich einige. Wie schlimm haben Sie rechtsradikale Entwicklungen in den USA selbst erlebt und wie kann der neue Präsident hier entgegenwirken? Selbst erlebt, wenn ich es von meiner eigenen Person sagen soll, habe ich nie etwas erlebt. Ich habe 5 Jahre in meinem ganzen Leben in den USA gelebt. Ich war in Texas, hatte ich eine Gastprofessur. Ich habe das eigentlich nie erlebt. Ich muss dazu sagen, ich bin ein weißer Mann. Und das ist schon mal ein bisschen was anderes. Also, aber es wurde nach meinen Erfahrungen gefragt. Wenn Sie vielleicht eine schwarze Frau, ein schwarzer Mann in den Südstaaten gewesen wären, hätten Sie andere Erfahrungen zu berichten, als die ich Ihnen berichte. Ich habe es also insofern mehr als akademisch analysiertes Problem wahrgenommen, dass eben es zunehmend rechtsradikale Milizen gibt, die vor allem unter Obama sehr stark wurden und die sich jetzt auch natürlich über die neuen Medien sehr viel besser abstimmen und koordinieren können als früher. Das ist auf jeden Fall ein neues Phänomen. Und was wir dort bei der Erstürmung des Kapitols gesehen haben, waren wirklich diese aus den ganzen USA zusammengekommenen Führer von rechtsradikalen Vereinigungen. Das FBI hat die jetzt, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle. Aber es bleibt natürlich ein Problem, zumal sich diese Vereinigungen, gerade die Proud Boys, sehr stark mit der rechtsradikalen Szene in Europa, vor allem auch in Deutschland, vernetzen. Und im letzten Jahr auch immer noch Flankenschutz von Leuten wie Putin und Ähnlichen bekommen, propagandistisch zumindest. In Europa kriegen die Rechtsradikalen ja auch finanzielle Unterstützung von Putin. Der zweite Teil, den müssen Sie mir jetzt nochmal ganz schnell helfen, Frau Danzeisen. Das war jetzt die rechtsradikale Geschichte. Ja, das war, was der neue Präsident dagegen tun kann. Vielen Dank. Der neue Präsident kann im Grunde alle Mittel erstmal der Strafverfolgung wieder zur normalen Kompetenz zurückführen. Und das FBI ist eigentlich eine sehr kompetente Organisation. Das wird die präferierte Möglichkeit sein, um diese Leute auch sehr viel stärker zu überwachen.
Das, glaube ich, ist gerade nach den Vorfällen von vor 2 Wochen durchaus angezeigt. Und die Verniedlichung, wie es ja Trump immer betrieben hat, wo er in Charlottesville in seinem ersten Amtsjahr von Good People on Both Sides gesprochen hat und Ähnliches gemacht hat, das wird es natürlich nicht mehr geben um den Präsidenten. Also er kann das Beispiel setzen, das hat er mit seinem Kabinett schon gesetzt, das hat er mit seiner Vizepräsidentin gesetzt und das wird er über den Rechtsstaat setzen. Viel mehr Möglichkeiten in der Demokratie als Appelle, Ausbildung und im härtesten Falle die Exekutivgewalt durch Polizeikräfte haben wir nicht wirklich, um diese Leute einzudämmen. Okay. Ich hoffe, das hat die Frage gut beantwortet. Hier haben wir eine weitere. Muss man in Zukunft mit solchen Trump-Präsidenten weltweit, also Nachahmern, rechnen? Das ist eine gute Frage. Trump war ja gar nicht der Erste, der sozusagen dieses Potenzial ausgeschöpft hat, dieses Rechtspopulismus. Denken Sie, der Brexit war ein halbes Jahr vor der Wahl von Trump und es ist von ähnlichen, von der Soziografie getragenen Kräften nach oben gekommen. Denken Sie, es gibt aber auch einige, die ganz direkt Trump nachgeahmt haben. Bolsonaro in Brasilien, bis hin zur Corona-Politik, die er bis heute leugnet und keine Maske trägt und es sagt, keine Grippe, wie das Trump getan hat. Wir haben also durchaus Leute, die das als Erfolgsmodell sehen. Und da ist natürlich die Abwahl und im Grunde der schmähliche Abgang von Trump und auch die Konfrontation mit der eigenen Partei etwas, was diese Leute nicht wirklich sehr euphorisch stimmen kann. Zum Teil haben sich die Rechtsradikalen ja in Europa selbst oft zerlegt. Und da ist Trump natürlich schon ein einmaliges Phänomen. Er ist jemand, der einen animalischen Instinkt für die Stimmungen in der Bevölkerung hatte, der auch sah, dass da viele Probleme draußen sind. Er hat sofort Sündenböcke angeboten. Er war überhaupt nicht im politischen System irgendwie integriert, konnte also immer argumentieren, er ist der Außenseiter. Sowas, glaube ich, bleibt populär. Aber wir sehen im Moment, nicht nur mit der Abwahl von Trump, sondern auch durch diese Corona-Krise, dass die Leute, glaube ich, doch wieder mehr schätzen Kompetenz. Vielleicht auch von langweiligen, lange im Amt befindlichen Bürokraten, wie man oft so schön sagt, oder zumindest Eliten. Schauen Sie die Umfragezahlen für Angela Merkel an, die Corona-Krise, ich sagte schon am Anfang, da ist viel Glück und Pech dabei, aber insgesamt sehr konzise auf wissenschaftlicher Basis als großes Problem der Bevölkerung immer wieder präsentiert hat, selbst wenn man nicht auf alles immer Antworten hat. So ist nun mal diese schreckliche Lage. Aber das, glaube ich, zeigt, wenn man so eine Politik verfolgt, kommen Leute, die vom System entfremdet sind, wieder zurück. Auf jeden Fall sind die Umfragezahlen von den Antisystemparteien in der Bundesrepublik, wenn ich so sagen darf, der Linken und der AfD, ziemlich deutlich nach unten gegangen, vor allem der AfD wieder. Das heißt, die waren ja mal auf 16-17% beim Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Jetzt sind sie bei 7-8% in den Umfragen, mal auf 9%. Das heißt, offenbar wird Kompetenz dann doch wieder geschätzt. Und da ist die Abwahl von Trump nicht die alleinige Lösung, nicht mal für die USA, ganz bestimmt nicht, weil die Trumpisten bleiben ja. Aber es ist schon, glaube ich, das Gefühl in vielen Ländern, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, Profis in der Politik zu haben. Vielleicht braucht man nicht immer die Außenseiter, die dann alles verbocken oder wie Strache in Österreich sich von irgendwelchen russischen Oligarchen dann einkaufen lassen. Das ist eine andere Geschichte, die, glaube ich, wir jetzt diskutieren. Und damit ist vielleicht ein bisschen der Reiz von Trump und dem Trumpismus auch eingebrochen. Gut, wenn Sie jetzt sagen, der Reiz ist ein bisschen eingebrochen, dann haben wir hier die Frage, Ihrer Einschätzung nach, wie gefährlich ist Trump denn jetzt überhaupt noch? Trump ist natürlich ein angeschossenes Tier im Moment. Seit seiner Wahlniederlage hat er ja um sich geschlagen.
Aber er ist nicht mehr so lautstark im Moment, weil ihm Twitter abgestellt wurde und weil ihm Facebook abgestellt wurde. Seine präferierten Medien, selbst Fox News, bringt ihn nicht mehr häufig in den Nachrichten. Es kann also wirklich sein, dass er langsam in Vergessenheit gerät. Das wäre natürlich für Trump das allerschlimmste Schicksal, das er sich nur vorstellen kann. Weil er lebt ja nicht mal für sein eigenes Unternehmen, er lebt ja nur für die Selbstglorifizierung. Einen solchen Narzissten wird man nicht zweimal finden, selbst in der Politik, die voll von Narzissten ist. Fast so voll wie die Universitäten. Aber das ist, glaube ich, wirklich jetzt die große Frage. Wie lange wird Trump, und er sitzt auf sehr viel Geld, etwa 250 Millionen Dollar, die er noch als Spenden hat, die er fast ausgeben kann, wie er will, um seine Kandidaten in nächster Zeit in der Republikanischen Partei zu platzieren. Und das ist wirklich ein Kampf, nicht nur um die Seele Amerikas. Ich glaube, die Seele Amerikas schlägt bei Biden. Der hat eine deutliche Mehrheit gewonnen. Da ist die Zukunft der USA. Aber wie sich diese Partei der Republikaner mit ihrer großen Geschichte in dieser unglaublich gespaltenen Situation rauswinden wird, das wird hochspannend zu beobachten sein in den nächsten 2 Jahren. Ein letztes Wort dazu. Wir haben gerade gesehen, vorgestern wurde die neue Parteichefin in Arizona gewählt. Und da war eine Trumpistin angetreten gegen einen Kandidaten, der eher aus dem moderaten Flügel war. Und die Trumpistin hat mit 51% gewonnen. Das heißt, es ist schon ein Signal, dass Trump weiter versuchen wird, sich im Grunde als wichtige Kraft in der Republikanischen Partei und damit auch im amerikanischen politischen System festzusetzen. Aber viel hängt natürlich jetzt auch von dem Impeachment-Prozess ab 6. Januar ab. Da kommt es darauf an, wenn er wirklich verurteilt werden sollte, was für einige Republikaner ganz attraktiv ist, dann könnte es wirklich das Ende von Trump als größerer Kraft in der Republikanischen Partei bedeuten. Aber er hat natürlich immer die Möglichkeit, eine dritte Partei zu gründen. Gut, dann haben Sie jetzt 2 Fragen auch schon vorab sozusagen irgendwie mit beantwortet. Also es gab wirklich auch mehrere Fragen in Richtung Impeachment. Wie könnte es da weitergehen? Und das hängt natürlich irgendwie auch alles voneinander ab. Deswegen würde ich die Fragen jetzt überspringen. Hier haben wir eine Frage, die hatten wir in einem anderen Zusammenhang auch schon mal auf ähnliche Weise. Ist Joe Biden mit seinem hohen Alter dem Amt gewachsen? Er ist dem Amt auf jeden Fall gewachsen, aber warum wurde kein Jüngerer genommen? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe Dutzende Vorträge gehalten vor den Wahlen und Dutzende Videokonferenzen gemacht und Dutzende Podiumsdiskussionen. Und es gab keine einzige, wo diese Frage nicht aufgekommen wäre. Biden ist alt. So ist es nun mal. Nun sollten wir Deutschen ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, unser größter Bundeskanzler, Konrad Adenauer, war im ähnlichen Alter, als er gewählt wurde, ein bisschen jünger, aber ist dafür auch sehr viel länger, nämlich 13 Jahre im Amt geblieben. Irgendwie bis er 86, 87 war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, Alter alleine ist jetzt noch nicht wirklich ein Problem. Was für Biden gesprochen hat, und wenn Sie sich erinnern, ich habe in einem Vortrag vor einem Jahr bei Ihnen im Spitalhof Biden als den Kandidaten und Wahlsieger vorhergesagt. Und ich war damals überzeugt, dass nach dieser ganzen Inkompetenz, dieser Impulsivität, dem ganzen Durcheinander, dem Drama, der Tragödie, die Trump quasi täglich geboten hat, Amerika reif ist für jemand, der nicht flashy ist, der normale Politik macht. Und wir müssen uns ja erinnern, die 8 Jahre vorher, das war Obama. Und Obama hat ja mit seiner Persönlichkeit, ganz anders als Trump natürlich, aber er war auch ein Außenseiter im System, durch seine großen Reden alles überstrahlt. Jetzt haben wir eigentlich wieder so ein bisschen back to normality. Und dass die Amerikaner jemand wollten, der, auch wenn er alt ist oder vielleicht weil er alt ist, anknüpft an bessere Zeiten, wo eben ehrbares Handwerk, und das war er immer, Handwerker, Joe Biden. Er war nie ein fantastischer Sprecher, wie ich schon sagte, er hatte nie grandiose Ideen, aber er war immer ein solider Handwerker und das ist das vielleicht, was Amerika im Moment am meisten will. Einen Satz noch. Er sieht sich, glaube ich, als Brückenbauer und Übergangskandidat.
Und es könnte sein, dass er schon in 4 Jahren nicht mehr antritt für die Präsidentschaft, sondern die ganze Sache Kamala Harris übergibt. Das könnte so eine große Leistung sein, so wie Papst Benedikt im Grunde seine größte Leistung vollbracht hat, indem er irgendwann wusste, ich schaffe den Job nicht mehr, ich übergebe dem Nächsten das Amt. So wird Biden natürlich eine viel bessere Hinterlassenschaft haben, aber er wird das Amt vielleicht dann übergeben. Und was wir sehen an Kabinett, an Leuten, die er ausgewählt hat, das ist jetzt nicht unbedingt die frischeste, die neueste, die im Grunde innovativste Generation, die die Demokraten auch haben. Aber es ist die Generation der Erfahrenen und die Vertrauten von ihm. Und das ist auch wichtig, weil das gab es ja unter Trump nicht. Trump hat ja jeden über die Klinge springen lassen. Es gab keinerlei Loyalität. Trump hat von jedem Loyalität eingefordert. Und wenn du ein falsches Wort gesagt hast, warst du Geschichte. Und das wird bei Biden ganz anders sein. Vielleicht haben sie gesehen, seine kurze Ansprache an sein Kabinett und seinen sehr wichtigsten Mitarbeiter, wo er gesagt hat, ich stehe völlig hinter euch. Ihr seid sozusagen meine Augen und Ohren und meine Arme, die Politik ausführen werden. Aber wenn ich höre, dass ihr hinter dem Rücken über jemanden schlecht redet, wenn ich höre, dass ihr mich umgeht, dann werdet ihr sofort gefeuert. Und dann hat er das nochmal wiederholt, sofort gefeuert. Und das ist was völlig anderes als bei Trump. Er hat gesagt, die Loyalität gilt der Verfassung und dem System und den Behörden. Die Loyalität gilt nicht mir. Und das ist das, was Demokratie ausmacht. Und ich glaube, das könnte eine große Hinterlassenschaft von Biden sein. Und er könnte wirklich trotz des Alters als großer Präsident eingehen, der Amerika in diese nächste Generation der demokratischen Führung auch überführt hat. Demokratisch groß und klein geschrieben, also der Partei, aber auch der Demokratie an sich. Super, vielen Dank. Jetzt haben wir hier eine Frage, ein bisschen in eine andere Richtung. Wodurch lässt sich die Polarisierung in der amerikanischen Bevölkerung beziehungsweise innerhalb der beiden genannten Parteien auflösen? Und wie lange, in Klammern Jahre, Jahrzehnte, werden die Wertekonflikte anhalten? Oh, das ist eine gute Frage und Sie haben die Antwort schon mitgegeben. Diese Polarisierung hat sich im Grunde über 30, 40 Jahre ins politische System hineingefräst. Und ähnlich lang wird es dauern, bis wir sie wieder rauskriegen. Ich könnte jetzt einen eigenen Vortrag halten, aber ich will es ganz kurz machen. Das Erste ist, dass Sie jemanden im Weißen Haus haben, der kein Spalter ist und der nicht hyperaggressiv agiert. Und das haben Sie mit beiden. Das große Thema seiner Ansprache war Unity, Einheit, Vereinigung. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. Es wird sehr schwer werden, weil, wie gesagt, diese Spaltung hat sich reingefräst. Es gibt aber auch Möglichkeiten und da wird Biden sich ganz bestimmt als guter Präsident erweisen, auf diese Leute, die sich auch von den Demokraten und vom Establishment etwas zurückgelassen, wenn nicht verraten fühlen, zuzugehen. Es wird also keinen dramatischen Kurswechsel geben, etwa in der Immigrationsfrage. Da hat er zwar ein paar schnelle Anordnungen unterschrieben, aber es wird sozusagen keine Öffnung der Grenze und alte Quoten geben, dass man sozusagen unbeschränkt nach Amerika wiederkommen kann. Das Zweite, er wird auch mit Protektionismus versuchen, wie Trump, diese Leute zu schützen. Nicht, glaube ich, weil er glaubt, dass das wirklich was bringt. Trump hat ja wirklich geglaubt, dass das was bringt. Aber es ist ein Symbol, dass wir uns in Washington eurer Probleme annehmen. Und Trump wird immer wieder, Biden wird immer wieder versuchen, diesen Leuten mit Respekt entgegenzutreten, was nicht alle demokratischen Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten getan haben. Obama und Hillary Clinton haben schwere Fehler gemacht, indem sie so von oben herab über diese Leute geredet haben. Kein schwererer Fehler in der amerikanischen Politik der letzten 10 Jahre im Wahlkampf als der von Hillary Clinton über diese Trump-Wähler als die bemitleidenswerten Leute zu sprechen. Man schaut nicht auf Wähler herab. Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft in der Demokratie. Es gibt keine Abgehängten. Wir haben alle eine Stimme und ich kann nicht anfangen, irgendjemand abzuqualifizieren. Und das war ein Problem der Demokraten. Den Fehler wird Biden nie machen.
Er wird, weil er gerade von unten kommt, nicht auf andere Leute, die eben auch Schwierigkeiten haben im Leben, auch aufgrund seiner persönlichen Leidensgeschichte. Frau verloren im Autounfall, Kind verloren im Autounfall. Er selbst war sehr schwer krank, ein halbes Jahr, Gehirnblutung, seinen Sohn an Gehirntumor verloren 2015. Er ist ein Mann der Empathie, ein Mann des Mitgefühls. Und ich glaube, das ist genau das, was Amerika in diesen schwierigen Corona- und Wirtschaftszeiten und in den Post-Trump-Zeiten braucht. Alles klar, herzlichen Dank. Hier haben wir eine Frage. Was sagen Sie zur Rechtsmäßigkeit der Suspension Trumps von Twitter? Das ist eine große Frage und eine wichtige Frage. Und meine erste Reaktion war, ja. Und dann habe ich darüber nachgedacht und 30 Sekunden später dachte ich mir, nee, das geht nicht. Weil wir können im Grunde nicht Privatunternehmen, so nobel sie in diesem Fall auch gehandelt haben mögen, überlassen, was sie als freie Plattform für Meinungsäußerung bereitstellen und wem nicht. Das ist nicht ihre Aufgabe und das darf nicht passieren, zumal alle diese Plattformen ja auch fantastisch profitiert haben, die längste Zeit, als Trump wüsteste Anschuldigungen machte. Erinnern Sie sich an Charlottesville. Schon da hätte man es ihm ja abdrehen können. Dass man es ihm jetzt abdrehte, okay, der 6. Januar war besonders dramatisch, aber dass man es ihm jetzt abdreht, wo er die Wahl verloren hat, finde ich sehr opportunistisch. Also hier müsste es klare gesetzliche Regelungen geben in Zukunft. Und dafür haben wir nun mal eine Demokratie mit gewählten Repräsentanten, die in einem breiten Diskussionsprozess unter Einbeziehung von Experten gesetzliche Regelungen festlegen, wie diese Plattformen in Zukunft zu agieren haben, was sie verfolgen müssen, was sie rauswerfen sollen, was drinbleiben darf. Und das gibt es ja für die normalen Medien auch Regeln. Vielleicht wird das einfach zu übertragen sein auf diese Plattformen, wogegen sich Twitter und Facebook natürlich massiv wenden wird, weil das ihr Geschäftsmodell, ich möchte nicht sagen zerstört, aber schon etwas beeinträchtigt. Aber wir können es hier nicht dem Gutdünken von einzelnen Unternehmern überlassen, wie denn und wer denn jetzt gerade wegen welcher Aussage wann gesperrt wird. Das geht in der Demokratie nicht. Und insofern ist meine Schadenfreude auf mich zurückgefallen, weil es ein billiger, nicht sehr demokratischer erster Reflex aus dem Bauch raus war von mir. Und dann habe ich mich ein bisschen geschämt für mich später, als ich dachte, das war nicht so eine gute Reaktion. Die Reaktion hatten wahrscheinlich trotzdem ein paar andere Leute auch. Hm. Gehen wir weiter zur Vizepräsidentin. Hier ist eine Frage, welche politische und strategische Rolle wird Frau Harris als Vizepräsidentin spielen, Ihrer Meinung nach? Die strategische ist gigantisch. Warum? Weil sie so was ist wie die gesalbte Nachfolgerin von Biden. Biden ist alt, darüber haben wir gesprochen. Wir wissen nicht, ob er nochmal antritt. Wir wissen auch nicht, ob ihm gesundheitlich was passiert, was einfach mit fortschreitendem Alter eine größere Wahrscheinlichkeit ist, als wenn sie als 35-Jähriger zum Präsidenten gewählt worden. Sowas ist noch nicht passiert, 43 war der Jüngste, aber eine andere Kalkulation. Was Biden gemacht hat, er hat eine sehr starke Frau an sich rangelassen. Und das fand ich auch für Biden ein Ausweis, weil niemand hat ihn im Vorwahlkampf bei den Demokraten schärfer kritisiert als Kamala Harris, wegen seiner Politik gegenüber den Schwarzen, die nicht immer sozusagen so progressiv war wie heute. Aber okay, das war in den 70er Jahren und da waren die Verhältnisse anders. Dass Trump sie trotzdem, dass Biden sie trotzdem gewählt hat als Vizepräsidentin, spricht für beide Seiten. Ich halte sie für hochintelligent. Sie war am Anfang meine Favoritin. Ich beobachte sie seit 3-4 Jahren sehr genau, weil schon da meine Freunde in den USA mir sagten, schau mal die Kamala Harris an. Die ist Presidential Material. Und das ist wirklich etwas, was ich bei ihr gesehen habe. Im Wahlkampf hat sie keine Stimme gefunden. Sie hat keinen Cause gefunden, für den sie sich wirklich einsetzen
konnte. Aber ich glaube, sie hat jetzt im Wahlkampf eine gute Rolle gespielt. Sie hat sich von Pence, dem amtierenden Vizepräsidenten, nicht einschüchtern lassen in diesem Duell. Sie ist sehr quick. Sie hat sehr guten Rekord im Senat, mit Trump-Appointees umzugehen, die dort für die Nominierungsgespräche waren. Also ich glaube, das ist eine Kandidatin, die für die Demokratische Partei und für die USA viel bewegen kann in Zukunft. Super, vielen Dank. Wir haben noch 20 Fragen ungefähr und noch 3 Minuten. Hier hätten wir, die kam jetzt auch schon zweimal, warum können die Republikaner Trump nicht aus ihrer Partei wegen parteischädigendem Verhalten ausschließen? Weil es in Amerika kein wirkliches Verfahren dazu gibt. Es gibt keine wirkliche Registrierung, wer denn Parteimitglied ist. Sie werden Parteimitglied, indem sie bei den Vorwahlen sich einfach registrieren lassen. Ich bin jetzt Republikaner. Und das kann man ihnen nicht wirklich wegnehmen. Das ist nur in Deutschland möglich, sozusagen ein Parteiausschlussverfahren oder sowas zu tun, einzusetzen. Wie wir es ja manchmal gerade bei der SPD mit Sarrazin und hatten. Und da war es schon unglaublich schwierig, jemand, der nicht auf Parteilinie war, wirklich loszuwerden. Weil Parteien ja auch pluralistisch aufgestellt sein sollen nach der Verfassung und keine Kaderparteien sein sollen. Also sie können ihn nicht einfach rausschmeißen, aber das Nächste, was an den Rausschmiss rankäme, wäre natürlich das Impeachment. Wenn es da eine Mehrheit von Senatoren der Republikaner gibt, die für das Impeachment stimmen, das wäre schon ein deutliches Signal. Dann müsste Trump wahrscheinlich auch damit rechnen, dass in einem nächsten Schritt ihm die Kandidatur für 2024 verboten würde. Das kommt fast nie vor in den USA, so ein Schritt. Ich wüsste nur aus der Bürgerkriegszeit so ein paar Fälle, wo Leuten verboten wurde, wieder zu kandidieren, und seitdem 150 Jahre nicht mehr. Aber das wäre sozusagen das deutlichste Signal, Trump aus der Politik auszuschließen, was dann nur mit republikanischen Stimmen gehen würde, was für manche Republikaner im Senat natürlich ganz attraktiv ist, weil ich schon sagte, die wollen ja selbst 2024 antreten und sich nicht mit diesem Trump rumschlagen. Also man kann es ihm verleiden, dass er aus der Partei rausgeht. Und dann, er hatte schon gesagt, er hat schon Namen, Patriots-Partei oder MAGA-Partei, Make America Great Again-Partei. Also irgend sowas könnte ihm dann schon einfallen. Aber ob das wirklich funktioniert, ist die andere Frage, weil mittlerweile sehr viele Großspender sich abgewendet haben von Trump und damit auch den Republikanern. Und das macht McConnell und die anderen natürlich überaus wütend, weil die wollen Geld einwerben. Und solange sie Trump sozusagen hofieren, kriegen sie selbst von den Koch-Brüdern, okay, es lebt nur noch einer, aber einer der Großspender, nicht mehr viel Geld. Und Adelson, ihr größter Spender, Casino-Mogul aus Las Vegas, ist gerade gestorben vor 4 Tagen. Also das ist auch so eine Sache. Also das läuft im Moment nicht sonderlich gut für die Republikaner. Okay, wir nehmen jetzt daraus auf jeden Fall mit, dass es sehr spannend bleibt. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Analysen von Ihnen. Jetzt ist es 20.30 Uhr. Wir haben gesagt, wir machen pünktlich Schluss. Das heißt, ich darf... Eine Frage, geben Sie mir noch eine Frage. Es sind noch 166 Leute oder Bildschirme dabei. Man muss das ja dann immer mit 1,3 multiplizieren. Es sind also noch 200 Leute dabei. Eine Frage machen wir noch schnell. Die hatten wir gerade beantwortet. Wie viel Veränderung wird Bidens Präsidentschaft für die USA wirklich bringen? In einem Sinne eine massive Veränderung, weil einfach die Beendigung der Trump-Phase so ein epochaler Einschnitt war. Wenn Normalität Veränderung sein kann, dann ist es eine große Veränderung, weil wir aus diesem Irrenhaus Trump, entschuldigen Sie, wenn ich so deutlich sage, jetzt rausgekommen sind. Und wir müssen nicht jeden Tag warten, was ein Präsident morgens um 4 wieder getweetet hat, wo auch die Medien in der ganzen Welt ja völlig drauf abgefahren sind. Also Trump war ja im Grunde auch ein Geschäftsmodell für viele Medien. Die New York Times und die Washington Post haben ihre Auflagen gigantisch in die Höhe getrieben, weil sie eben so viel auch über Trump berichtet haben. Das war nun mal der Fall. In dieser Hinsicht kann er wirklich ein epochaler Präsident sein. Aber von den politischen Inhalten wird schon einiges überleben, nicht nur von Trump, sondern auch von den großen Trends,
den sich Amerika aussieht, gegenüber sieht. Ich habe ein paar angesprochen, lassen Sie mir noch mal kurz durchdeklinieren. Der Protektionismus wird wahrscheinlich unter anderen Namen, aber jetzt sowas wie hoffähig sein in den USA. Die Frage der Immigration wird bestimmt nicht mehr so diskutiert werden wie vor der Trump-Phase, sondern da haben auch die Demokraten gesehen, das ist ein heißes Eisen für viele ihrer Wähler. Wir werden zu einer regulierten Einwanderung kommen und nicht mehr sozusagen zu einer relativ offenen, wie sich viele Business-Leute auch gerne wieder vorstellen würden. In der Außenpolitik, glaube ich, ist dieser Konsens in der Republikanischen Partei jetzt auch bei den Demokraten eingedrungen, dass nämlich China und Russland härter angegangen werden müssen. Dass die Globalisierung nicht alles richten wird und dass Friede, Freiheit, Demokratie auf der Welt nicht ausbrechen wird, nur wenn wir mehr Handel miteinander treiben und intensiver miteinander verflochten sind. Also ich glaube, hier gibt es durchaus einige langfristige Trends und Tendenzen, die sich über mehrere Jahre, auch in den Trump-Jahren, herausgebildet werden, wo die Brüche zu Biden nicht so einfach herzustellen sein werden. Aber über die Brüche habe ich ja schon gesprochen, Umweltpolitik, überhaupt Anstand und so weiter, die werden natürlich groß sein. Super, vielen, vielen Dank. Dann darf ich mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Wierling, bedanken. Wie auch die letzten Male, wenn ich es erleben durfte, wirklich ein sehr, sehr toller Vortrag. Ich freue mich auch, dass wir im Nachgang dann auf YouTube noch stellen dürfen. Für alle, die es irgendwie nicht geschafft haben, Teile verpassen mussten, ist ja heutzutage dann super leicht. Herzlichen Dank auch an unsere ganzen Gäste. Es tut mir leid, wenn wir immer noch ein paar Fragen haben, die wir nicht beantworten konnten, aber wir sind doch durch einige gekommen, da bin ich ganz froh. Ansonsten darf ich unseren Kooperationspartnern nochmal danken und darf Sie alle darauf hinweisen, dass wir am 9. Februar weitermachen im Programm. Da haben wir den ehemaligen amerikanischen Botschafter John Emerson im Gespräch hier. Und da dürfen Sie sich auch gerne wieder anmelden und einschalten. Freuen wir uns sehr. Ansonsten darf ich allen einfach nur noch einen schönen Abend wünschen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis bald. Auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank. Toll, dass so viele von Ihnen dabei waren. Das ist ganz fantastisch. Und ich hoffe, dass wir Frau Danzeisen in irgendeiner Form zur 100 Tage Biden-Präsidentschaft, ein Jahr Biden-Präsidentschaft uns wieder zusammenfinden. Und dann nehmen wir alle Fragen noch mit rein, die heute nicht beantwortet werden konnten. Das wird bestimmt eine tolle Veranstaltung. Und sagen Sie John Emerson einen schönen Gruß. Das machen wir auf jeden Fall. Beide. Einen schönen herzlichen Abend, Dank. Meine Damen und Herren. Ciao. Tschüss.